come. Here we go. Cause we know what you gotta show. Sei denn, was? Es wird dir nicht gefallen, wenn ich dir das sage. Ach, weißt du, Brian, du hättest dir die letzten Stunden mal zuhören sollen. Da war einiges dabei, was mir nicht gefallen hat. Da kommt es auf das eine mehr oder weniger auch nicht mehr an. Da gibt es gewisse Computer, die stehen bei gewissen staatlichen Einrichtungen. Da kann man den Halter eines Fahrzeugs erfahren oder den Wohnort einer Kreditkarteninhaberin. Bei den Bullen? Sag mal, wie groß ist das Ding eigentlich, was du da am Kopf hast? Die müssen dich doch früher mit dem Nuckel gepufft haben. Ich soll mir bei den Jungs vom Trachtenverein unerlaubten Zugang verschaffen? Habe ich das richtig verstanden? War so ein Gedanke. Das ist doch kein Gedanke, das sind Hirngespinste der übelsten Sorte. Was haben wir schon für eine Wahl? Genau, das ist alles, was dir dazu einfällt. Was haben wir für eine Wahl? Das ist unsere einzige Chance? So funktioniert das nicht, Brian. Ich meine, erst war es der Elektroladen. Eins war er verschlossen, der Elektroladen. Nun ist er nicht nur offen, nein, es regnet auch noch rein. Dann heißt es, Rydek, wir brauchen was zu essen. Was macht Rydek? Knackt ein Auto, dreht den Motor bis zum Anschlag auf und versenkt es in der Mauer des Tankstellenkiosk. Da draußen sieht es aus, als wenn einer Krieg spielt. Und wenn man dann denkt, es kann nicht mehr schlimmer werden, dann hat er die Rechnung ohne Brian gemacht, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Habe ich dich in deinem letzten Leben plattgetreten, oder was? Das Gleiche könnte ich dich auch fragen. Wieso werde ich hier eigentlich zum Sündenbock abgestempelt? Man sagt eigentlich, Unwissenheit schützt nicht. Ich will euch mal was sagen. Hätte Max so viele Bücher angefasst, wie er Frauen begrapscht hat, hieße er bestimmt jetzt Einstein Junior. Und auch dir hätte es nicht schaden können. Es wäre gut denkbar, dass wir gemeinsam den Fehler im Vorfeld erkannt hätten. Dann wären wir jetzt nicht hier. Okay, Brian, okay, okay. Es hilft uns nicht, wenn wir uns hier gegenseitig die Köpfe einschlagen. Die Nerven liegen halt, na, du weißt schon. Lass uns jetzt mal an dem Problem arbeiten. Wenn wir hier nur was wäre, wenn spielen, machen wir die Sache nur noch schlimmer. Also, werde ich jetzt zum Blaumeisen-Apartment dackeln und sehen, was ich dort rausbekomme. Tu mir einen Gefallen. Nein, tu mir bitte keinen Gefallen. Versprich es mir. Sollte New York unverhofft wieder seinen eigentlichen Zustand annehmen, dann lass dir bitte was einfallen. Erzähl den Mützenkosaken, ich wäre so dumm wie 2 Meter Feldweg und bin wieder von zu Hause ausgebüxt. Oder besser noch, sag denen, ich hätte ein Rad ab und hab mir schon als Kind in den Kopf gesetzt, unbedingt Polizist zu werden, weil ich gern bewaffnet sei und dazu gefährlich. Klar soweit? Du weißt darauf, mich kannst du dich verlassen. Ja, und wenn man sich, dann ist man. Das war nur ein Wortspiel, Brian. Quasi ein klitzekleiner Scherz. Ein Jokus. That's it. That is it. They want to use the bus to do another job. Maybe they want to rob a bank. Why would they want to take the bus? Hello, Carlos. I could use another favor again. What's the matter? What about rookies just parked the bus a half-assed way down in Times Square? Now we can't get the bus out of the parking space. Can you help them out? Sure, I'll do it. Yeah, why don't you just come to me in the depot and I'll go ahead and give you the tow truck. Okay, see you soon. Oh, there you are. Tow truck should be around here somewhere. Need to look around. Hey, Jack, something else. I think I know where the stolen bus is. What? Say it again. You really know where the bus is? Yeah, it's in a back alley. I think it's going to be used for a break-in. Ah, yeah, maybe it's a getaway car. What? Carlos, I think you're watching too much TV. Don't let anybody else find out about it. They'll laugh all over you. Yeah, I'm pretty sure.
Really? Carlos, I understand your situation. Really. But believe me, a bus like that as a getaway vehicle? Nah, it's not made for it. It's a little bit too big, doesn't handle right and is slow, you know? That sounds like a lame excuse for those bullies. You know, they're thinking you're gonna try to stall them. You're only gonna make it more interesting for them. Just do me a favor, keep it to yourself, okay? All right, now, go help your colleagues. That was Times Square, right? That's right. Somewhere around there, it should be a bus that's blocked in.
Hello, it's Carlos. Hey, I'm William. Yeah, what's happening? I can't get the bus out of here. Yeah, I'll see. I'll see if I can make it. So, that's it. Wow, a lot of power there. Thanks a lot. I don't need to thank. Have a nice evening. You too. Hey, Carlos, where are you? Still in Times Square. The bus is parked. Okay, let's call it a night. Go ahead and take the tow truck home with you. Okay, however you want it. Hey, I'll see you in the morning.